Hallo zu Backen und Kochen mit Stefan. Ja, das hier ist der Typ, der das da unten immer verbricht. Und heute verbreche ich mit euch mal wieder was zum Backen. Und zwar was Amerikanisches, ein Rosinenpie. Das Ganze soll so aussehen, wenn es fertig ist. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich habe es schon probiert am Ende vom Video. Sehr lecker. Das Besondere bei diesem Pie ist, er ist eigentlich in Amerika dafür bekannt, dass er als Leichenschmaus gereicht wird. Also es ist ein Beerdigungskuchen, so ähnlich wie bei uns Bienenstich oder Streuselkuchen. So ist das der Rosinenpie in Amerika. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass er nicht auch zu anderen Gelegenheiten gegessen werden kann. Der ist nämlich sehr lecker, sehr saftig. Das ist ein toller Pie und schaut dem Video nach. Ihr werdet euch wundern, wie einfach und schnell das alles geht. Eine kurze Anmerkung noch, und zwar die genaue Zutatenliste findet ihr wie immer in meiner Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr es euch unter Dateien runterladen. Die Adresse dafür blende ich euch am Ende vom Video ein, wird aber auch hier unten unter dem Video in der Infobox verlinkt. Ja, jetzt aber zum Video. Los geht's! So, da kann es schon losgehen. Für die Füllung brauchen wir saure Sahne. Ersatzweise könnt ihr auch Schmand benutzen. Dann brauchen wir Zucker, Rosinen, Eier, eine Prise Salz und eine Prise Muskatnuss. Für den Teig brauchen wir eiskalte Margarine und eiskaltes Pflanzenfett. In meinem Fall ist es Palmin Soft. Dann brauchen wir Mehl, Zucker, Eigelb und Eiswasser. Also ich habe es auch kurz im Gefrierschrank gehabt, damit es wirklich eiskalt ist. Als allererstes beginnen wir mit dem Teig, deswegen räume ich die Sachen für die Füllung nochmal beiseite. Als erstes siebe ich mir das Mehl auf meine Arbeitsfläche. Ihr könnt es aber auch in der Schüssel machen, es muss jetzt nicht unbedingt auf der Arbeitsfläche sein. Darauf gebe ich das komplette Fett, also Margarine und das Pflanzenfett, eiskalt. Darauf den Zucker verteilen und das Eigelb dazu und dann mit der Gabel durchkneten, durchdrücken, bis ihr einen so einen feinen, krümeligen Teig bekommt. Wenn es mit der Gabel nicht mehr funktioniert, dann könnt ihr auch so eine Teigkarte nehmen und damit immer wieder zusammendrücken und zusammenkneten. Haben wir so einen fein krümeligen Teig zusammengedrückt, zusammengeknetet, geben wir das Eiswasser dazu, esslöffelweise, also immer so ein, zwei Esslöffel. Ich denke, ihr werdet so zwischen 6 und 8 Esslöffel brauchen. Es muss ein kompakter Teig sein, der darf nicht zu nass werden. Ja, einfach esslöffelweise dazugeben und weiter mit der Teigkarte untermischen. Wenn ihr der Meinung seid, der Teig klebt so gerade zusammen, dann ganz kurz und schnell zu einem kompakten Teig zusammenkneten und für eine gute Stunde im Kühlschrank abgedeckt kalt stellen. Nach einer guten Stunde im Kühlschrank den Teig rausnehmen, auf die Arbeitsfläche ein bisschen Mehl stäuben, auch auf den Teig, damit die Rolle zum Ausrollen nicht festklebt, dann den Teig ausrollen, so dass er mit Rand in die Tartform passt. Die Tartform vorher noch gut ausbuttern und melieren, damit auch wirklich nichts drin kleben bleibt. Den Teigüberstand am Rand abschneiden und eventuell an fehlenden Stellen am Rand noch wieder andrücken, leicht vorsichtig. Und dann können wir uns schon um die Füllung kümmern.
alle Zutaten für die Füllung in eine Schüssel geben, gut durchmischen, umrühren, so dass alles gut vermischt ist. Und dann geben wir das auf die Tartform. Die Tart noch kurz am Boden mit der Gabel einstechen an mehreren Punkten und dann die Füllung da drauf geben. Ich habe jetzt hier vergessen, eine Prise Salz und eine Prise Muskatnuss sowie einen Teelöffel Vanillezucker. Das seht ihr hier im Video nicht. Ich habe es auch beim Befüllen hier vergessen, habe es aber hinterher nochmal in die Tartform, als das schon eingefüllt war, reingegeben und nochmal umgerührt. Also es ist auch da drin und es gehört auch da rein. Das Ganze dann im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Umluft für 35 bis 40 Minuten goldbraun backen. Nach 35 Minuten im Backofen sieht mein Pie so aus, schön goldbraun. Kurz von den Rand lösen, das ging ganz leicht bei mir, also überhaupt kein Problem. Ich habe ihn natürlich vorher gut auskühlen lassen, bis etwas über eine Stunde. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir ihn auf eine Tortenplatte gehoben bekommen. So nicht. Aber mit einem zweiten wird es wohl dann hinhauen. Schön vorsichtig. Oh, dann wollen wir das gute Stück mal anschneiden und vor allem auch probieren. Die genaue Zutatenliste findet ihr wie immer in meiner Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr es euch unter Dateien runterladen. Die Adresse hierfür blende ich euch am Ende vom Video ein, wird aber auch hier unten bei YouTube in der Infobox verlinkt. Ja, sieht doch ganz gut aus. Die Füllung ist schön fest geworden. Es riecht auch ganz toll. Gleich mal probieren. Normalerweise kurz vor dem Servieren noch mit Puderzucker bestäuben. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Wie ihr seht ihr nichts, aber ihr habt ihn ja schon am Anfang gesehen. Ich will ihn jetzt mal probieren. Yummy. Wirklich lecker. Total saftig, frisch. Ja, fruchtig will ich jetzt nicht sagen, aber die Rosinen, das schmeckt wirklich toll. Hat überhaupt nichts von einem Beerdigungskuchen. Das kann ich euch also mit Sicherheit sagen. Ich hoffe, ihr macht es mal nach und es hat euch gefallen. Ich habe schon über 100 Videos bei YouTube, da ist bestimmt auch noch was anderes für euch dabei. Schaltet mal rein, schaut mal rein, liked mich, teilt mich auf Facebook und anderen Plattformen, abonniert mich, da freue ich mich besonders drüber. Ja, und dann sage ich, macht's nach, bis zum nächsten Mal, tschüssi.